Ja, ob nun mit 720 PS, mit 540 PS, fährst halt immer genauso schnell. In Berlin auf jeden Fall. Ja. Und ich muss mich ehrlich gesagt noch ein bisschen an das Auto gewöhnen, weil das ist nochmal eine völlig andere Liga wie Audi A8 oder, keine Ahnung, Porsche 911er. Erstmal sachte rantasten und nicht gleich hier Metal Pedal machen. Das macht keinen Sinn. Ja, schalten geht echt schnell. Wir haben ja Doppelkupplungsgetriebe, also keine Wandlerautomatik, und das geht echt verdammt schnell, auch in der Stadt. Ich muss ihn also nicht wie bei anderen Sportwagen zum Beispiel erzwungen jetzt irgendwie bei 1500 oder so fahren, sondern ich kann den halt super schnell schalten, ohne dass ich hier die ganze Zeit rumnuddeln muss. Das ist schon was Feines auf alle Fälle. Ich zieh erstmal rein hier. Die kotzen gerade, glaube ich, ein bisschen ab. Wir haben ja gelasert, wir fahren hier mit 5 McLaren vorbei. Und keinen von uns konnten sie rausziehen, weil wir echt alle super ordentlich gefahren sind. Hast du gleich die Gesichter gesehen, weil die hätten sich die Autos gerne mal, glaube ich, angeschaut. Also vor allen Dingen die Jungs hier von der Berliner Polizei. Das Ja, man sieht man auch schon mal so viele McLaren auf einen Fleck. Und ein AMG GTC. Ich habe gerade einen Porsche Turbo S reingelassen. Wenn man sich mal bedenkt, wie die Abstufung so ist. Wir haben hier nochmal 200 PS mehr, 180 um genau zu sein. Und ich finde, der 27S, so vom Gefühl, wie man hier drinnen sitzt, kratzt schon an Hypercar. Also ich bin gleich mal gespannt, wie die Fahrperformance ist. Aber das Auto kratzt echt irgendwie an Hypercar. Und damit ein Hallo und herzlich willkommen nachträglich zu einem neuen Vlog von Let's Drive. Wie ihr seht, es ging alles relativ schnell. Wir sind eigentlich praktisch direkt in die Autos gesprungen und dann ging es auch schon los durch den dichten Stadtverkehr von Berlin rauf auf die A9 und dann direkt wieder Stau. Naja, wie das immer so ist. Wir fahren außerdem durch schöne Harzer Straßen und unser erstes Auto für diesen Tag war der McLaren 720S, was eine ganz schöne Rakete ist. Außerdem, ihr kriegt auch ein paar Fahreindrücke von mir von den Autos und wir werden nicht nur den 720S fahren. Nichts mehr sieht, aber das ist meckern auf hohem Niveau. Ja, ansonsten macht er das schon alles sehr geil, muss ich sagen. Ja, das ist, man merkt halt, dass der McLaren, dass das von Leuten gemacht worden ist, dieses Auto, die was von Autowaren verstehen und keine Marketingmaschinerie dahinter steht, die Absatzzahlen schreiben muss. Das merkt man im ganzen Auto. Das ist zum einen, wir haben ja einen 4 Liter V8 Biturbo Motor.
normalerweise müsst ihr einen übelsten Turboleck haben. Das heißt, ich merke erst gar nicht so richtig. Und dann setzt die Leistung ein. Aber das ist überhaupt nicht so. Das ist sehr, sehr gleichmäßig, schön gleichmäßiger Leistungsaufbau. Das Doppelkupplungsgetriebe. Das Doppelkupplungsgetriebe schaltet super schnell, wenn ich das will, oder super harmonisch. Und die Lenkung hat ein Feedback, das gibt es heutzutage nicht mehr neu zu kaufen. Das gibt es nicht. Normalerweise war Porsche immer für mich die Lenkung State of the Art, einfach vom Feedback. Aber was McLaren hier abfeiert, das ist pervers. Das ist einfach nur so richtig geil pervers. Auf der nächsten Etappe von der Autobahn runter in den Harz hatten wir ein ganz besonderes Fahrzeug. Es ist nicht irgendein MP4-12C, sondern ist der allererste in Serie gefertigte McLaren. Also es geht, muss ich aber sagen. Das hätte ich immer vorgestellt. Die Ausmaße hier. Weil ich sitze jetzt auf der anderen Seite, das heißt, man muss aufpassen, dass man nicht da zu weit rüberkommt. Das heißt, den Außenspiegel immer im Blick haben, den Außenspiegel im Blick haben. Das ist total ungewohnt, weil da sitzt man hier so drin und denkt so, oh, ich will ja einfach nichts machen. Das ist halt die, dass der Innenraum so ein bisschen so nach Fliege wie bei Airbus riecht. Von dem Naja, vielleicht die älteren Flugzeuge, oder? Die Klassiker durch das Leder. Ja, so ein bisschen, aber das ist total, das hat total was. Was faszinierend ist, es ist in so einem Sportwagen und fährst dann hier, hast die Beschleunigung und alles. Muss es erstmal ein bisschen noch verarbeiten, das ist erstmal noch ein bisschen wirken lassen. Und was mir dort vor allen Dingen beim Fahrverhalten aufgefallen ist, ist bemerkenswert. Das Auto ist nur knapp 10 Jahre alt und es fährt sich aber wie heutige Supersportwagen, zum Beispiel Audi A8. Und damit war der 12C bzw. MP4 seiner Zeit weit voraus. Das liegt zum einen am mechanischen Gripniveau und zum anderen, wie das Auto einfach auf den Fahrer wirkt. Ich bin gerade tierisch konzentriert, weil es ein Rechtslenker ist. Wir sitzen in dem ersten Serienfahrzeug von McLaren mit der Fahrgestellnummer 001. Geplante Wendemanöver auf engstem Raum. Wie ist dein Fazit? Ja, haben wir doch gut hingekriegt. Da hat er keine Rückfahrkamera und keine Pieper hier. Einfach Tür aufgemacht und ungefähr abschätzen. Und lieber mit 20 cm Sicherheitsabstand. Weil das sind halt für McLaren auch historische Autos. Und dann lieber sachte machen, anstatt hier auf Rassen. Aber hast doch einmal frei hingekriegt, bei Lamborghini war das eine Zeit lang, bei den früheren Modellen war das Standard. Genau, da musstest du immer. Da hast du dich auf den Seitenschweller gesetzt. Richtig, da richtig. Hast du dich auf den Seitenschweller gesetzt und musstest dann rückwärts einparken, weil es nicht anders ging. Genau.
Wenn ich den Tag von diesem Roadtrip zusammenfasse, muss ich sagen, mein Gebiet des Sportwagens oder Supersportwagens ist wieder erweitert worden. Denn es ist wie bei den normalen Autos in Anführungsstrichen gesetzt. Auch in der Supersportwagenwelt gibt es noch extreme Unterschiede und es ist eine ganz eigene Welt für sich. Und das haben mir vor allen Dingen die Modelle von McLaren hier ganz deutlich gezeigt. Von meiner Seite aus herzlichen Dank an McLaren und sorry an euch, dass wir nicht in gewohnter Let's Drive-Manier und cinematisch das Ganze umsetzen konnten. Wir waren sozusagen in einem Rausch der Fahrgefühle gefangen. Aber man sollte niemals nie sagen, es wird vielleicht nochmal eine Möglichkeit geben, dass wir für euch ein spezielles McLaren-Modell nochmal richtig schön reviewen können. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, euer Markus. That car is very fast. Holy.